Herzlich willkommen wieder zu Standort Berlin, unserer Wirtschaftssendung aus Berlin. Ich stelle Ihnen junge Unternehmer vor und junge Unternehmen. Und heute habe ich wieder ein Start-up-Unternehmen eingeladen. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil ich muss gestehen, das verbindet so die alte Technologie Fernsehen mit der neuen Technologie Internet. Und heute ist zu mir bei Gast der Chef des Ganzen, Stefan Thormann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Brinkmann. Vielen lieben Dank für die Einladung. Aber gerne. Enatco heißt das. Damit konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Enatco okay. Ist ja so ein Name, der klingt nun gar nicht familiär. Der klingt so künstlich, ja. So verbunden aus verschiedenen Dingen. Was heißt denn das? Enatco steht auf der einen Seite für Entertainment, Advertising, Entertainment. Für Entertainment, Unterhaltung, Advertising, Werbung und an der dritten Stelle CO für Communication, Kommunikation. Deswegen ist der Name entstanden. Also nochmal, Entertainment, Advertising. Communication. Communication. Jawohl. Und Co. Company. Genau. Auch das könnte man... Und Sie sind der Boss des Ganzen. Ich bin einer von zwei Gesellschaftern und Vorständen, Co-CEO, weil es ist ja auch heute modern, ein Unternehmen durch eine Doppelspitze zu führen und zu begleiten. Meine Geschäftspartnerin Daniela Häusler ist der andere Part an meiner Seite. Und Sie haben das Unternehmen wann gegründet? Ist gegründet worden im September 2013, also ein junges Unternehmen, ja. Mit Sitz jetzt in Berlin. Typisch Startup. Typisch, frisch, Start-up. Jung, dynamisch. Nicht ganz mehr aufgrund des Alters, aber das Unternehmen ist jung, frisch und dynamisch. Absolut richtig. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Waren Sie in der Advertisement-Branche schon, in der Communication-Branche schon vorher oder in der Entertainment-Branche? Weder noch. Weder in der einen noch in der anderen Branche. Ich habe seit 25 Jahren mich in dem Thema Vermögensverwaltung beschäftigt. Und oft kommen ja Ideen für ein Unternehmen durch Kommunikation mit Freunden, Bekannten und Wirtschaftskollegen. Und wir beschäftigen uns ja sehr stark mit dem Thema Veränderung von Werbung. Wir wollen ja Werbung wieder attraktiv machen für den Verbraucher und effektiver für die Unternehmen. Und in Diskussionen mit Freunden und Bekannten haben wir über einen Werbespot gesprochen, anlässlich eines schönen Fernsehfilms, wie es oftmals in der Praxis passiert, ganz spontan. Und der eine Kollege sagte in der Pause, schon wieder Werbung, die interessiert mich jetzt gerade nicht, ich hole was zu essen. Und die Dame, die dabei war, sagte, Mensch, und ich... Tun Sie das nachher nicht, wenn wir Werbung machen. Bleiben Sie dran. Gar keine Frage. Es war ein Werbespot, der nicht genau ihn persönlich ansprach. Und die Dame sagte, naja, wenn ich wenigstens dafür etwas bekommen könnte, dann würde ich mir die Werbung ja anschauen, auch wenn sie nicht zu mir passt. Und da kam welche Idee? Da kam die Idee zu sagen, was kann man denn verändern? Wie kann man Werbung für Verbraucher so interessant gestalten, dass sie sagen, hey, ich nehme Werbung gerne wahr, ich finde die Werbung attraktiv, ich schaue sie mir mit Freude an und ich habe auch einen Nutzen davon. Das erinnert mich so an zwei Werbedinger, die darf ich mir erzählen. Früher die Telekom. Ja. Die war witzig. Da haben wir drüber geredet. Genau. Und das blieb hängen. Richtig. Und dann Edeka jetzt neulich, ist auch so ein witziger Spot. Richtig. Ja, aber das weiß ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, welche Werbung kommt. Ja, und meistens gehe ich weg, wenn der Werbeblock anfängt, gehe ich weg. Wie weiß ich denn, dass da jetzt was genauso spannend ist wie der Spielfilm? Ja, bei uns ist es so, dass wir Folgendes machen wollen. Wir wollen die Verbraucher einladen, sich bei uns kostenfrei anonym zu registrieren in ein Internetportal. Dort genau die Interessen zu hinterlegen in Eigenverantwortung. Was interessiert mich überhaupt? Selbstbestimmt auch also die Daten. Also Sie fragen mich zum genau. Beispiel als Consumer, was interessiert welche Sie? Werbung möchtest du gerne sehen? Genau, welche Themen interessieren dich speziell? Ja. Weil wenn du einen Werbespot bekommst, wo du sagst, das ist ein individuelles Angebot, das interessiert dich, dann hast du auch Lust, dir dieses Angebot anzuschauen, weil es genau auf dich zugeschnitten ist. Und das Schöne ist, im Internetportal, du bestimmst auch, wann du es dir anschaust, wo du es dir anschaust, warum, weil es auf allen Betriebssystemen funktioniert, im Internet und das anonym, auch das ist wichtig. Das heißt, der Hit ist nicht mehr der Film, sondern der Hit ist demnächst die Werbung zwischendurch. Die Werbung zu dem Zeitpunkt das Ziel, individuell, ne? Genau. Ja, zu sagen, richtig. Den Film braucht er nicht zu gucken, die Werbung ist das Beste. Das, soweit werden wir es sicherlich nicht schaffen im Content. Das wäre aber das Schärfste, nicht? Das wäre das Beste, er geht raus, wenn der Film kommt und bleibt sitzen, wenn die Werbung genau. kommt. Genau, aber ich glaube, das Film, gute Werbung. Absolut. Ja, fällt absolut. Mir noch zum Beispiel an, die neue Werbung von Mercedes. Ja. Nicht? Mit Rosberg, I'm the best, und dann guckt der Hamilton um die Ecke und sagt... Kurz, präzise, ist das so der Fall, wo man sagt, also die möchte ich gerne wiedersehen und die schalten Sie dann... Zwischen unser Gespräch zum Beispiel.
Ja, wir könnten das über alle Kanäle abstrahlen, über TV, wir können das im Internetportal machen. Wichtig ist, es ist ein geschlossenes System. Das heißt, der User registriert sich dort, legt wie fest, welche Daten er preisgibt, welche nicht. Und das finde ich heute wichtig, dass er es bewusst tut, eigenständig tut. Und das Wichtigste ist, er kann auch die Daten jederzeit verändern und löschen. Warum? Es sind seine Daten, es ist sein Eigentum. Und einer der wesentlichen USPs, glaube ich mal, wenn man die Marketingkanäle, Herr Brinkmann, anschaut, die es heute gibt, Print, Fernsehen, ganz wichtige Marketingkanäle, da nutzen die Unternehmen das ja wegen der großen Reichweite, wegen der Bekanntheit, um ihr Unternehmen, die Markenbotschaft, die Produkte zu bewerben. Das ist aber Massenwerbung, was Unternehmen dort erreichen. Wir wollen ja die individuelle Werbung. Wo die Leute dann abschalten. Ja, sie erreichen viele Menschen, aber sie haben hohe Streuverluste, die Unternehmen. Warum? Weil natürlich immer nur ein kleiner Teil genau für das Produkt oder die Dienstleistung Interesse hat. Und bei uns ist es so, dass Unternehmen, die auch genau selektieren können, welchen Kunden suche ich in meiner Zielgruppe für mein Produkt, nur noch genau diesen Kunden erreicht und somit keine Streuverluste hat. Ja, und Sie machen es jetzt einfacher, indem der Kunde sich meldet. Absolut. Das ist ja für mich eine Idee, da habe ich erst gesagt, wie soll denn das funktionieren? Jetzt fängt sie an, mich zu faszinieren. Mhm. Ja? Und dann melden sich die Leute und was machen sie denn? Wie geht es denn weiter? Jetzt müssen sie ja die Werbung auch kriegen, die ich sehen will. Ja, wir sprechen mit den Unternehmen, das machen wir seit längerer Zeit. Wir sprechen mit den Unternehmen und sagen, Werbung, die du heute nutzt, du gibst sehr viel Geld aus für Werbung. Was hältst du davon, wenn deine Leute, deine Kunden, deine Verbraucher mit dir direkt kommunizieren können, dir ein Feedback geben auf deine Werbung, wenn sie deine Werbung bewerten können und wenn du Werbung genau auf den Verbraucher richtest, der Interesse hat. Das heißt, du hast keine Streuverluste, keine bessere Responsequoten und du hast Werbung, die positiv wahrgenommen wird. Warum? Weil du individuell auf den Verbraucher zugehst. Darauf warten wir doch alle. Ich erinnere mich, ich habe vor langer, langer Zeit Werbelehre studiert in Innsbruck. Okay. Übrigens. Und der Professor Marxen hieß der, der sagte, Sie müssen immer 100% investieren, 50% allerdings sind immer verloren. Aber welche das sind, richtig, das wissen Sie nicht. Deswegen richtig müssen Sie immer 100 nehmen. Der Satz gilt dann ja nicht mehr. Absolut. Und zahlt sich das schon aus oder sind Sie noch am Basteln? Machen Sie das schon? Wir sind jetzt seit November, seit letzten Monat aktiv. Startup heißt ja Startup ganz beginnend, genau. Neu. Wir haben jetzt ein Jahr lang im Team gearbeitet, sind knapp 70 Personen im Unternehmen in Berlin. 70? Ja. Sie sind also einer derjenigen, die in Berlin die Arbeitsplätze schaffen. Ja, wir sicherlich. Jetzt müssen Sie eigentlich aufstehen und sagen, Hochachtung. Ja, das haben wir sicherlich gemacht. Wir sind vor allen Dingen auch eigenfinanziert. Das heißt, kein Private Equity Geld, keine anderen Geldgeber. Keine Heuschrecken heißt das. So sage ich mal, warum wir wollen ja ein Unternehmen gründen, was nachhaltig im Markt sich etabliert. Es ist eine Verantwortung, die man A, gegenüber sich hat, gegenüber allen Angestellten hat, aber auch gegenüber den Partnern. Es ist ein nachhaltiges Unternehmen, was in Berlin in den nächsten Jahren von Berlin aus, A, Hauptsitz natürlich hier vom Unternehmen, zweitens Hauptstadt. Und Berlin ist ja auch sehr bekannt als die Stadt in Deutschland für Start-ups-Unternehmen und gerade Mediabereiche, Technik, das ist ja in Berlin per festens beheimatet. Jetzt spiele ich das mal durch. Ja? Oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die schauen uns an und sagen, das ist eine tolle Sache. Dann gucke ich auf Werbung, da muss ich nicht zwischendurch Kekse holen oder Brote schmieren oder Bier holen für den Ollen, der neben mir sitzt. Also jetzt kommt die Werbung, die mich interessiert. Wie muss ich das jetzt machen? Wie finde ich sie? Ja? Wie sind die Wege? Spielen wir die mal durch. Ja, der Verbraucher registriert sich bei uns auf dem Internetportal www.enatco.tv. Enatco Entertainment Advertisement Communication Company. Yes, .tv. Yes. Ja, ja, jawohl, korrekt. TV. Registriert sich dort anonym, hinterlegt seine persönlichen Profildaten, die er preisgeben möchte. Ja, also ich will jetzt zum Beispiel den Werbespot von Mercedes nochmal sehen. Ja, wie mache ich das? Dazu müsste erstens mal Mercedes den Werbespot bei uns natürlich bereitstellen, das ist das eine. Mercedes stellt aber nicht einen Werbespot allgemein bereit, weil die Unternehmen selektieren ja genau, für welchen Werbespot, für welches Produkt wollen sie welche Zielgruppe erreichen. Weil wir müssen ja eins erreichen, wir müssen ja den Verbraucher etwas geben, wo er mit Freude dort dabei ist, aber auch dem Unternehmen einen Vorteil verschaffen, dass sie effektiv Werbung schalten. Ja. Das heißt, es nützt nichts, wenn so ein 12-jähriger Knirp sagt, das finde ich toll oder cool, wie das heute heißt, und das möchte ich gerne sehen. Ist völlig klar. Ist nicht mit 12 kann er das Auto nicht kaufen, genau, und zu Papa kauft ihm das auch nicht. Genau. Also das fällt schon mal raus. Das muss schon passen. Wichtig ist, man muss mindestens 16 Jahre sein, wenn man sich bei uns registriert. Und dann müssen wir auch überlegen, welche Werbespots haben welche
Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, es gibt Werbespots, wo wir auch das Jugendschutzgesetz beachten müssen. Nehmen Sie nur mal sensible Werbesparten wie Tabak oder andere Themen. Wir müssen ja darauf schauen, dass die Werbespots auch vom Alter gerecht dorthin passen, nicht nur interessensgerecht dort landen. Also gibt es sicherlich so ein paar kleine Hürden wie erst ab 16 möglich und viele Werbespots vielleicht auch erst ab 18 überhaupt wahrnehmbar. Mhm. Darauf müssen wir natürlich achten. Also nehmen wir mal diesen Spot der Edeka. Okay. Ne? Pfiffig, den kann man ab 16 machen, der ist jugendfrei. Richtig. Ganz bestimmt. Ja. Also den will ich jetzt gucken. Dann gehen Sie zu Edeka und sagen, gibt ihr mir den? Nein, wir gehen zu den Unternehmen hin und sagen, welche Werbung schaltest du, welche Werbespots hast du, ob das Print ist, Audio oder auch Streaming, was hast du, was willst du anbieten, welche Produkte möchtest du gerne vermarkten und registriere dich bei uns auch kostenfrei, selektiere in unserem Kundenbestand der Profile, der anonymen Profile, genau deine Zielgruppe. Anonym heißt, der erfährt nicht meinen Namen. Nein, niemals. Sondern der erfährt nur, da ist ein Kunde, NN. Ja, oder unbekannt, der will diesen Werbespot gerne sehen. Zum Beispiel konkret werden 1 Million registrierte User. Ja. Er filtert jetzt zum Beispiel alle Herren im Alter von 35 bis 55, die in Berlin sind und zum Beispiel Interesse am BMW haben. Ja. Dann kann BMW sagen, oh, das ist von 1 Million Menschen, sind das vielleicht 50.000. Ja. Wir nähern uns Ihrem persönlichen Profil und demnächst, genau. Wenn jetzt kommt nämlich die Werbung und wenn die Ihnen nicht gefällt, was ich nicht glaube, demnächst können Sie sagen, ich will meine persönliche Werbung sehen, nämlich bei Natco. Und ich spreche mit Stefan Thormann heute, das ist der Chef des Ganzen. Das ist ein junges Start-up in Berlin, im Herbst 2013 gegründet. 2013, jetzt, richtig. Gerade ein Jahr alt oder jung, sagt man. Wir reden gleich nach der Pause weiter und überlegen Sie mal, welche Werbung Sie beim nächsten Mal gerne sehen möchten. Dann sind wir nämlich schon einen Schritt weiter. Bis gleich.